Sie meinte, ich hätte mich verändert. Und wie kommt Ihre Tochter darauf? Schatzi, heute ist Tamomas Geburtstag. Du kannst ja nicht ihren 70. Geburtstag schwänzen. Ihr Problem liegt ganz woanders. Wo denn? Ja, daran arbeiten wir beide hier gerade gemeinsam. Ich will nur schlafen. Oh, Mama, ich würde wirklich gerne helfen, aber... Willst du deine Mutter an ihrem 70. Geburtstag etwa im Stich lassen? Ich verstehe dich nicht. Erst hältst du mir was vor wegen deiner Zulassungsproblematik, jetzt kommst du noch nicht mal. Ich komme pünktlich, versprochen. Du kannst nicht einfach so über mein Leben bestimmen. Was will ich zu Papa? Klar. I'm so sorry. Nice to meet you. Nice to meet you too. Was ist denn jetzt mit den Besorgungen? Ich kann doch Reinhard machen. Du hast doch selbst so viel zu tun. Mama! Du hast gerade so einen Stress gemacht. So. Jetzt reiß dich mal zusammen, Schätze, ne? So. Die Minute ist um. Machst du das alles auch für mich, wenn ich mal 70 werde? Ich bin ein bisschen überfordert, weißt du. Haben wir keine Bohne mehr? Ich hole. Ja, bitte. Ja. Ich habe meine besten Jahre für euch weggeschenkt. Für dich und deine Tochter. Yes! Yes, yes, yes! Ah! Ey, was macht der denn hier? Ich verstehe nicht, wie Mama das aushält.